Ich fand das ganz wunderbar, das Vorwort, weil mir ging es so, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so ging, ich bin wie viele, die journalistisch arbeiten und andere in der Stadt beschäftigt mit Flüchtlingen. Und ich dachte, ist das jetzt wieder so? Sie reden über das Wetter und eigentlich steht die deutsche Einheit an. Wir reden über Geschichte und eigentlich brennen einem die Flüchtlinge unter den Nägeln und ihre Probleme. Aber dann dachte ich doch, es ist ein Jahrestag und Jahrestage, 25 Jahre, sind immer ein Anlass, auch Rückschau zu halten. Und wir als erstes Podium werden jetzt eine Zeitreise machen, versuchen eine Zeitreise anzutreten, die nur ein junger Kollege, nämlich Michael Lührmann, der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Göttinger Institut für Demokratieforschung. Er gibt den Historiker heute, war damals ein Jugendlicher in Leipzig und kann deswegen auch persönlich etwas beitragen, aber noch kein großer Akteur, wohingegen die Akteure hier mit mir auf dem Podium sitzen. Ich würde Sie der Reihe nach bitten, sich vorzustellen mit dem, was Sie damals getan haben, als die Mauer gefallen war, an der Sie ja nun heftig mitgesägt haben und sie zum Einsturz gebracht haben, an politischer Vorstellung, wo finden wir unsere Partner aus dem Westen? Wollten sie überhaupt Partner aus dem Westen? Alle anderen Parteien, CDU, SPD, FDP, wussten genau, da kamen die Umarmungen aus dem Westen. Wer kommt zu Ihnen? Sind es die Grünen? Ist es die Traumpartei, mit der Sie mal zusammengehen wollen? Sind es Ihre natürlichen Freunde, Allianzen? Marianne Birtler, Sie waren ja Politikerin damals. War Grün die Wahl der Stunde für Sie? Reden wir jetzt über das Datum des Mauerfalls? Dann war ich noch nicht Politikerin. Nein, danach. Wir reden über das Jahr 1990. Ja, wo der Schlussstrich, also der Schlusspunkt ist diese desaströse Wahl, wo wir landen werden. Aber die Zeit davor, wo es Annäherungen gab. Ja, ich arbeitete formal zumindest in der evangelischen Kirche im Stadtjugendpfarramt hier in Ost-Berlin. Das war zum Glück so, dass ich da sehr viel Freiraum hatte, denn natürlich haben wir spätestens seit dem Sommer 1989 im Hauptberuf eigentlich Politik gemacht, auf die eine oder andere Weise. Es war klar, Veränderungen liegen in der Luft und wir wussten nur noch nicht, in welche Richtung das geht. Dann mit dem im Grunde genommen war für mich das entscheidende Datum im Herbst 89 der 9. Oktober 89, nicht der 9. November, weil wir von da an das Gefühl haben, jetzt haben wir es geschafft, jetzt verändert sich wirklich was und die da oben sind auf dem Rückzug. Ne? Und dann 4 Wochen später veränderten sich wieder alle Koordinaten, da fiel die Mauer. Aber ich glaube, dass das immer noch nicht der Zeitpunkt war, darüber nachzudenken, wer im Westen sind unsere Partner. Es gab ja auch noch gar kein Bündnis 90, das ist ja alles erst später entstanden. Ja. Allerdings gab es Kontakte zu den Grünen, zu einigen, die schon seit langer Zeit ihre politischen Partner in den Bürgerbewegungen der DDR sahen. Und das war, glaube ich, eine ganz entscheidende Brücke, die später auch getragen hat, als es um die Frage ging, wer geht aufeinander zu. Und dann habe ich ich habe am Runden Tisch mitgearbeitet, so in der zweiten Reihe, in einer Arbeitsgruppe. Und dann ging es um die Frage, wer kandidiert für die Volkskammer. Und da habe ich dann kandidiert. Und in dem Wahlkampf entstand dann der Begriff Bündnis 90. Zunächst erstmal nur für ein Wahlbündnis, nicht für eine Organisation. Ich weiß jetzt nicht, wie lange soll ich denn jetzt noch erzählen? Bis zu dem Punkt, wo dann Grünen in ihr Auge traten. Ja, dann kam die Volkskammerzeit, über die werden wir vielleicht noch reden, ein halbes Jahr. Wirklich sehr intensive und sehr besondere Arbeit in einem Parlament, dessen Hauptaufgabe, wie sich herausstellte, zunächst mal war, die DDR abzuschaffen. Mit vielen Auseinandersetzungen auch über die Art und Weise der deutschen Einheit. Das war ja, stellte sich ja erst so im Laufe der Zeit dann heraus. Und dann kam der 3. Oktober und dann gab es die Volkskammer nicht mehr. Aber es gab noch kein gesamtdeutsches Parlament, weswegen für 2 Monate lang ein Drittel der Volkskammerabgeordneten in den Deutschen Bundestag übernommen wurde. Und dann war ich plötzlich
gehörte, war ich im Fraktionsvorstand der Fraktion Die Grünen Bündnis 90 oder Bündnis 90 Die Grünen, das weiß ich nicht mehr, im Hochhaus am Tulpenfeld. Und das war wirklich eine sehr besondere Erfahrung, 2 Monate, bis zu den ersten gesamtdeutschen Wahlen. Also die haben, man muss der Fraktion anrechnen, dass sie sozusagen die Zeichen der Zeit erkannt haben, haben eine von diesen Neulingen da dann gleich in den Fraktionsvorstand geholt. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie mir geschah. Außerdem war ich zur selben Zeit auch noch damit beschäftigt, in Brandenburg schon Wahlkampf zu machen. Aber weil ja so eine Geschichte auch von Geschichten lebt, will ich mal einen starken Eindruck erzählen. Diese Fraktion befand sich ja irgendwie in Auflösung. Sie war wirklich in einem ziemlich desolaten Zustand, ne? Und es wurde geschrien und gebrüllt. So für meine, in meiner Erinnerung war das jedenfalls so. Und Wortmeldungen gab es sowieso nicht. Und wir saßen da wirklich wie verschreckte Hasen in so einer Fraktionsversammlung. Und Wolfgang Ullmann, der auch dabei war, meldete sich, was natürlich kein Mensch zur Kenntnis nahm. Es ging immer munter weiter und irgendwann kam er doch zu Wort und sagte dann in seiner, ich weiß nicht, viele von Ihnen kennen ihn noch, er war ja für uns alle Respektsperson und verfügte über bürgerliche Manieren, keine Selbstverständlichkeit in unseren Kreisen. Und irgendwann kam er dann doch zu Wort und sagte zu irgendeiner dieser grünen Kämpferinnen, also ich stimme Ihnen im Großen und Ganzen zu, aber es gibt einen Punkt, wo ich Ihnen nicht beipflichten kann, wenn ich das mal erläutern dürfte. So, oder es war dann ruhig. Als wäre da ein UFO gelandet. Ein völlig anderer Ton. Und das erzähle ich nur, weil das natürlich auch nachher, ich glaube, wechselseitig eine wichtige Erfahrung war, dass wir sprachen zwar dieselbe Sprache, aber Karl Kraus hat ja mal gesagt, was uns trennt, ist die gemeinsame Sprache. Also wir wussten noch lange nicht, was die anderen meinten, wenn wir Deutsch hörten. Ja, und da ging es dann weiter und jetzt erzähle ich noch das zweite Dönekin und dann halte ich für eine Weile den Mund. Dann kam der Wahlabend vom 2. Dezember und ich saß mit Christian Ströbele, fertig geschminkt im Hauptstadtstudio oder wie das da in Bonn hieß, vor der Bonner Runde. Und wir warteten, dass wir Hauptstadt, da einziehen, ja. Ich als Sprecherin von Bündnis 90, eher für die Grünen. Und unmittelbar bevor es losging, sagten die, Herr Ströbele, tut uns leid, die letzte Hochrechnung war unter 5, Sie können nicht mit rein. Und dann musste ich da alleine in die Bonner Runde und es war ganz schrecklich für mich. Also ich hatte, ich weiß gar nicht, wie ich meine Gefühle beschreiben soll. Also abgesehen davon, dass mir das alles nicht vertraut war, so ein Pflaster, wusste ich nicht, soll ich mich jetzt freuen, weil wir drin sind? Oder soll ich das Ganze bedauern, weil die Grünen nicht drin sind und so? Also es war wirklich ein sehr besonderer Abend. Und danach dann kam die Veranstaltung, die eigentlich als Wahlkampffehde der Grünen in Bonn gedacht war und wo man so zusehen konnte, wie auch die Verzweiflung um sich griff. Und das ist mir eine große Lehre gewesen, was so ist, wenn Menschen wirklich viel gegeben haben, dafür so in so einem Wahlkampf auch zu bestehen und dann an so einem Abend von Stunde zu Stunde mehr begreifen, es ist vorbei, wir haben es nicht geschafft. Es war ein trauriger Abend. Werner Schulz, Sie waren ja auch in der Volkskammer runder Tisch. Ähnliche Erfahrung, ähnliche Empfindungen. Naja, im Nachhinein erzählt sich das ja alles sehr schlüssig. Aber dieser Herbst 89 war wirklich eine Zeit, wo die Realität die Fantasie überholt hat. Also es war nicht vorstellbar. Und insofern sind das alles Schritte, die nach und nach passiert sind. Im Übrigen, Marianne, das Bündnis 90, und da warst du mit dabei, das haben wir im Oktober 89 ausgerufen. Als wir bei Eppelmann zusammensaßen, 3. Oktober, und diese Erklärung gemacht haben, die dann in der Erlöserkirche auch verlesen worden ist, von dir und Werner Fischer, da hatten wir uns ja vorgenommen, wir hatten diese Kommunalwahl, die Fälschung der Kommunalwahl nachgewiesen und haben uns gesagt, das Ganze machen wir nicht nochmal. Nein, aber der Arbeitsbegriff war Bündnis 90, also Wahlbündnis 90, weil es macht ja keinen Sinn. Im nächsten Jahr stand die Volkskammerwahl an, also 1990. Es macht ja keinen Sinn, nochmal zu überprüfen, dass diese Leute seit Beginn der DDR die Wahlergebnisse fälschen. Sondern die Überlegung war, wir werden alternative Wahllokale aufmachen. Also wir werden dazu aufrufen, dass die Leute mit ihrer Wahlbenachrichtigung in die Kirche kommen, wir dort Wahlurnen aufstellen und sie wählen uns dann praktisch. Wir stellen uns zur Wahl. Also so war die Vorstellung und die UNO soll das Ganze überwachen, damit es auch ordentlich zugeht. Und dass
dass dieses Zettelfalten, was in der DDR Wahl genannt wurde, dass das aufhört. Und an diesem Begriff, an diesem Arbeitsbegriff Bündnis 90, dass sich die Opposition zusammentut, haben wir ja lange Zeit festgehalten. Ich war noch im Januar auf dem Gründungskongress der SDP, also die sich dann in SPD umbenannt hat, habe geworben, Markus Meckel und Ibrahim Böhme, dass wir zusammenhalten, dass wir nur als gemeinsame DDR-Opposition stark sind. Aber das löste sich auf, der demokratische Aufbruch, aus dem Angela Merkel hervorgegangen ist, machte sein eigenes Ding, ging auf in der Allianz für Deutschland, ein geschickter Begriff für diese Wahl, weil das wie eine große Versicherungsgesellschaft klingt, die für alle Schadensfälle und Verwerfungen aufkommt. Also da hat man die Allianz gewählt und weniger die Blockpartei. Aber wir am Ende waren nur noch Neues Forum, Initiative Menschenrechte und Demokratie jetzt, also ein Teil dieser Bürgerbewegung, und sind mit Ach und Krach, weil wir am runden Tisch dafür gesorgt haben, dass es keine 5%-Hürde gibt bei dieser Volkskammerwahl, noch in die Volkskammer reingekommen. Wir waren 12 Leute von Bündnis 90, es kamen 8 Grüne noch dazu, 20 von 400 Abgeordneten, also geradezu mal 5%. Aber das hat Ralf Füchs richtig erkannt, wir haben uns in unser Schicksal hineingebissen und haben dann zumindest bei der gesamtdeutschen Wahl ein Ergebnis über 6% bekommen. Nun muss man sagen, warum ist es zur Trennung gekommen? Wir haben ja versucht, wie alle anderen, unseren Bündnispartner zu finden, also damals die Grünen. Und wir war haben, das klar für Sie, das sind die Grünen? Ja, es war klar. Es war unsere Generation, es war eine ähnliche Lebensauffassung, ökologischer Umbau und solche Dinge. Wir hatten ja auch Ökogruppen, Basisgruppen, Frauengruppen. Also die Kultur war schon in einer gewissen Weise ähnlich. Also die Grünen waren für uns sehr orientierend und es gab Grüne, die uns wirklich in der DDR unterstützt haben. Allerdings ein sehr kleiner Teil, das ist mir später erst bewusst geworden. Das waren Leute wie Lukas Beckmann oder Petra Kelly und Elisabeth Weber, Heinz Suhr und Uli Fischer und ähnliche Leute, Roland Vogt. Aber das war ein kleiner Teil. Das war ein Teil innerhalb der Grünen, die wirklich oder die Eva Quisthoff beispielsweise, die ich hier sehe. Das war ein Teil, die wirklich an der Menschenrechtsfrage, an der Bürgerrechtsfrage, an der Freiheitsfrage orientiert waren und gearbeitet haben. Den größeren Teil der Ignoranten und der Linksträumer habe ich dann später erst kennengelernt in der Partei. Das war sicherlich auch eine verblüffende Erkenntnis, dass diese Partei ganz andere Strömungen aufzuweisen hatte, als die ich kennengelernt hatte. Egal wie. Es waren Bündnispartner, aber wir haben uns trotzdem ja nicht vertragen oder wir haben uns nicht verständigt. Wir haben im Haus der Demokratie, so hieß das, wir haben damals immer diese fantasievollen Namen gehabt. Vorher war es die Kreisleitung der SED, jetzt ist der Deutsche Beamtenbund drin, so verlaufen Revolutionen. Am Ende wird alles institutionalisiert. Also damals, wir nannten das Haus der Demokratie im Wilhelm-Pieck-Saal mit Renate Damus, die war hier zu sehen, Christian Ströble. Dann gab es noch eine Mannung Tupfeld, mit den Leuten haben wir verhandelt. Und es ging bis in die Nacht hinein. Und am Ende scheiterte diese ganze Verhandlung an einer Logodiskussion. Wir hatten ein Logo gehabt, das bestand in der Fläche zur Hälfte aus grün, so wie eine Wiese angedeutet. Die andere Fläche war blau wie ein Himmel. Und dazwischen war ein sehr smarter Streifen schwarz-rot-gold. Und der Slogan hieß, mehr als schwarz-rot-gold. Das sollte unser Slogan sein zu diesem Wahlkampf, weil wir wollten das Thema national besetzen, aber nicht nur. Darauf brauste die grüne Delegation auf und sagte, Gottes Willen, überhaupt nicht. Deutschland und sowas, das kann ich nicht in den Mund nehmen. Neue Farben braucht das Land und so etwas. Ja. Und weg war unser Logo, wir wurden überstimmt. Und Bärbel Bohley hat gesagt, das reicht, jetzt gehen wir vor das Bundesverfassungsgericht. Wir werden dafür klagen, dass wir hier alleine antreten können. Mit den Spinnern werden wir doch die Wahl nicht gewinnen. Tja, Lukas Beckmann, jetzt natürlich, mit den Spinnern treten wir unsere Wahl nicht an. Ist das angekommen in der Partei? Naja. Oder dachten Sie, mit den Spinnern treten wir die Wahl nicht an? Geht ja auch naja, andersrum. Ich will vorwegschicken, dass ich bis heute ein überzeugter Grüner bin. Dieser Vorspann ist wichtig, weil man sonst vielleicht nicht versteht, wie meine Perspektive damals war. Als die Mauer gefallen ist, kam zu uns ein Teil, der gefehlt hat. Das war zunächst mal gar keine politische Empfindung, sondern eine menschliche Empfindung, weil wir viele von denen kannten,
die die Motor waren dieser Veränderung. Und weil in den wenigen Gesprächen, die wir führen konnten, weil wir oft Einreiseverbot hatten, klar geworden ist, dass wir menschlich, politisch, von den Grundwerten her zusammengehören. Und das war für mich eigentlich die eigentliche Botschaft des Mauerfalls, bezogen auf die Folgen für die Grünen. Ich war damals Geschäftsführer der Heinrich-Böll-Stiftung und wir haben als erstes eine Aktion gemacht, dass wir mit Menschen gebeten haben, denen wurden PKWs zur Verfügung gestellt und die sind mit Büchern durch Ostdeutschland gefahren und haben an Schulen, an Bibliotheken Bücher verteilt, solche Bücher, zu denen die Menschen in der DDR jahrzehntelang keinen Zugang hatten. Und wir haben dann relativ bald, Anfang 1990, angefangen, die Struktur der Heinrich-Böll-Stiftung so umzubauen, dass wir die Fachbeiräte und den Vorstand ergänzt haben um Menschen von der Bürgerrechtsbewegung in der DDR. Wir haben dann ziemlich bald, noch vor dem Sommer, ein Büro eröffnet der Böll-Stiftung in Ost-Berlin. Und das war eine wichtige Ergänzung zu dem Kontaktbüro der Bundestagsfraktion, was es 1989, unmittelbar nach dem Fall der Mauer oder zur Jahreswende 90, gegeben hat im Reichstagsgebäude, ein Kontaktbüro der Grünen Bundestagsfraktion als Kontakt, als Brücke zur DDR-Volkskammer-Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ich selbst habe im Dezember 1990 die Grünen nicht gewählt. Sie waren für mich nicht wählbar. Und das hat viel mit dem Thema zu tun, aber nicht mit der Schlagzeile, alle reden vom Wetter und alle reden von Deutschland, wir reden vom Wetter, sondern es hatte damit zu tun, es hatte zwei Gründe. Zum einen die Haltung der Grünen den Menschen in der DDR gegenüber, nicht nur dem System gegenüber. Und es hatte zu tun damit, dass die Grünen in der Phase sehr schwer krank waren. Ich kann das nur so medizinisch ausdrücken, wer die Diskussionen erlebt hat damals und die Auseinandersetzung und nicht unmittelbar dabei war. Ich war ja sozusagen einen halben Meter außerhalb in der Heinrich-Böll-Stiftung. Der musste den Eindruck gewinnen, dass das nicht gut gehen kann, wohl wissend, dass mit dem Namen Die Grünen eine gesellschaftliche Bewegung verbunden ist, die man so schnell kein zweites Mal gründet. Ich bin dann an dem Wahlabend im Dezember 90 nicht auf die Wahlparty in Bonn gegangen, sondern bin nach Berlin geflogen, in der Hoffnung, dass die Grünen nicht reinkommen. Weil das aus meiner Sicht die einzige Rettung war. Denn meine Perspektive war ein Bündnis mit der Bürgerbewegung. Meine Perspektive war nicht die von Jürgen Rehns, ein Bündnis mit der PDS. Darüber gab es eine längere Auseinandersetzung in der Partei. Und wenn man sich damals die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten angeschaut hat bei den Grünen, auf den Landeslisten, dann war völlig klar, dass damit kulturell und programmatisch eine Zusammenarbeit zwischen der Bürgerbewegung Ost und den Grünen West völlig ausgeschlossen war. Und das wäre das Ende der grünen Bewegung gewesen, so wie wir uns das damals vorgestellt haben. Das war meine feste Überzeugung. Das vielleicht für diesen Teil. An der Stelle bitte möchte ich doch noch weiter fragen. Sie nennen das eine Krankheit, die Grünen befallen hat, einen Infekt. Könnten Sie den mal beschreiben? Weil ich als Außenstehende gehöre zu den Leuten, also ich habe viel grün gewählt, an der konnte habe ich auch nicht grün gewählt, weil man das Gefühl hatte, die sind verrückt geworden. Was hat sie befallen? Sie sind trotzdem, obwohl sie sozusagen einen halben Schritt weiter weg waren in der Böll-Stiftung, aber trotzdem nah genug, um das beschreiben zu können, was ist in der Partei damals passiert? Was für ein Virus ist ausgebrochen? Naja, da gibt es bestimmt kompetentere Leute, die das
sozusagen erklären oder verstehen können. Ich kann das nur von der Beschreibung her sagen, dass im Ergebnis war es ein Realitätsverlust, kein Gefühl mehr dafür zu haben, was in der Gesellschaft und in Europa passiert und leider auch sich für die Menschen nicht zu interessieren. Also wenn, wir haben ja hier den Untertitel, was kann man lernen? Also ich glaube, ich bin mir auch heute nicht sicher, ob wir bezogen auf die Fluchtbewegung von Menschen, jetzt nicht nur bezogen auf Syrien, sondern auch bezogen auf Afrika, und das läuft ja, also die Toten im Mittelmeer, das ist ja jetzt auch schon fast 10 Jahren. Ich bin mir nicht sicher, ob wir heute die notwendigen Wahrnehmungsorgane haben, um wirklich zu verstehen, was um uns herum passiert und was mit unserer Duldung passiert. Das ist, und das würde ich als Ursache, ein Wahrnehmungsverlust. Das ist für mich die Hauptursache. Und die war in weiten Teilen der Partei tief ideologisch durchdrängt, muss man einfach sagen. Darf ich noch einen Punkt da weiterfragen, weil ich das mit schon den Dollpunkt finde, wenn man über diese verlorene Wahl oder die so völlig daneben ging, redet. Was auffallend ist, ich habe noch mal so ein bisschen in der Presse von damals nachgelesen, ist diese Anti-Deutsch-Haltung, die ein Teil der Grünen damals hatte, so ungefähr. Deutschland ist das Letzte. Nie wieder Deutschland, ja. Also, ja. Was wurde da abgearbeitet? Also ich will jetzt nicht sagen, es waren alles Idioten quer durch die Wand. Was für ein Thema haben die da abgearbeitet? Es hatte natürlich viel mit sozusagen auch Selbstlegitimation zu tun für die eigene Überzeugung, für die eigene Ideologie. Viele der 68er waren angetreten, das Land revolutionär zu verändern. Allerdings diesseits der Mauer, nicht zusammen mit jenseits der Mauer, in der Hoffnung, dass es ein gesamtdeutsches, im besten Fall demokratisch-sozialistisches Deutschland gibt, was entmilitarisiert ist, was aus der NATO austritt, was mit der EG, mit der Europäischen Gemeinschaft, nichts zu tun hat. Es gibt, wenn man sich Grüner Basisdienst aus den Jahren 1990 durchliest, dann hört man oder dann liest man, dass so verschiedene Forderungen nacheinander vom Bundeshauptausschuss verabschiedet, unter anderem die Forderung, wir wollen nicht, dass das Europäische Parlament sich mit außenpolitischen Fragen überhaupt beschäftigt. Aus der Sorge heraus, dass dadurch, dass diese Diskussion so stark von Frankreich und England als Siegermächte, in Klammern Atommächte, bestimmt wird, dass damit sozusagen das entmilitarisierende Ziel eher in den Hintergrund gerät. Also wir sind als Grüne mit einer klaren europäischen Perspektive gestartet, aber man muss, und wir sind heute Gott sei Dank auch wieder dahin gekommen, man muss aber sagen, dass die Grünen eine lange Phase einer antieuropäischen Prägung, die sie selbst sprachlich nie so ausgesprochen haben und nie so formuliert haben, aber eine starke antieuropäische Prägung hatten, leider. Marianne Börtler, haben Sie das eigentlich als Bürgerrechtler, die ja doch auch in einem Staat in Deutschland, ein Stück Deutschland, sage ich jetzt mal, befreit haben, als Kränkung empfunden, dass die Grünen so reagieren? Ich glaube, ich muss von einer doppelten Reaktion sprechen. Also politisch, ideologisch, glaube ich, waren wir ja im Gespräch, und unser Diskurs war zum Teil auch angelehnt an den westlinken Diskurs, sodass manche Forderungen, beispielsweise wie raus aus der NATO, das haben wir uns auch zu eigen gemacht. Auf der persönlichen Ebene, also wo es um die Begegnung ging, war es zweifellos eine Kränkung. Ich habe die auch wirklich so empfunden und immer wieder. Das zieht sich, glaube ich, sogar bis heute durch, weil es einfach für erwachsene Menschen kränkend ist, festzustellen, wir werden eigentlich hier gar nicht gebraucht.
Und das ist ein Eindruck, der uns von vielen, natürlich nicht von allen, aber von vielen direkt oder auch indirekt, manchmal auch ungewollt vermittelt wurde. Zum Teil entsprach das ja auch den Realitäten. Die Bundesrepublik funktionierte ganz gut, auch ohne uns. Nur wir funktionierten nicht mehr. Wir brauchten den Westen, der Westen brauchte uns eigentlich nicht. Also kann man das schon sehr allgemein sagen, dass darin, glaube ich, das ist übrigens ein interessantes Thema, auch ein guter Teil der ostdeutschen Kränkung ganz allgemein steckt. Und natürlich wirkte sich das auch bei uns aus. Wir mussten uns ja sozusagen politisch nicht viel vorwerfen, was unser Verhalten in der DDR traf. Aber trotzdem ist es immer etwas Beschämendes, in diesem System gelebt zu haben. Und nicht so viel zu wissen, nicht so weltläufig zu sein, vieles nicht so durchdrungen zu haben auch. Also ich habe im Nachhinein immer wieder, war ich mal völlig verblüfft, was ich alles erst noch lernen musste. Wir sind dann irgendwann in der Freiheit angekommen, aber sie dann wirklich für uns anzunehmen, auch frei zu denken, das hat zumindest bei mir, ich will nicht mal von allen sprechen, eine ganze Weile gedauert. Also selbst wir aus der Opposition, würde ich sagen, trugen die Diktatur noch irgendwie in uns. Es brauchte eine Weile, bis wir uns da freigestrampelt haben und unbefangen dachten. Es gab solche Vordenker auch bei uns. Ich sehe da gerade Wolfgang Templin sitzen oder so. Aber ich glaube, dass wir ja auch erstmal überfordert waren. Auch wir kannten ja auch nicht diese lautstarke politische, meine ich jetzt ganz positiv, diese Diskussion, sich im Streit auch Positionen zu erarbeiten und so, das konnten wir uns ja zuvor gar nicht so leisten. Da möchte ich noch mal später noch genauer drauf zurückgehen, was sozusagen das Atmosphärische auch innerhalb, aber jetzt wirklich erstmal der Punkt, man sucht oder sie suchten, die Bürgerbewegung, auch einen natürlichen politischen Partner, Partnerin, und dann stellt man fest, da ein mächtiger Teil dieser Partei sagt, Deutschland ist scheiße, mit Verlaub. Und man selber ist dafür. Werner, kannst du da auch noch was dazu sagen? Also mich hat die Heftigkeit und Ignoranz der nationalen Frage auf der Grünseite oder auf der westdeutschen linken Seite doch schon verblüfft. Das war in der DDR nicht so ausgeprägt. Ich glaube, dass man stärker gesamtdeutsch aufgewachsen ist. Es besteht ja diese Erkenntnis, dass 20 Uhr diese DDR komplett emigriert ist, indem sie Westfernsehen angeguckt hat. Also man hat auf der anderen Seite die Nachrichten und die Informationen und die Unterhaltung konsumiert, außer ARD, also außer Raum Dresden, die da nicht angeschlossen waren. Und die Fluchtbewegung zeigte ja auch immer wieder die Hinwendung nach der Bundesrepublik. Es gibt auch andere Anzeichen dafür. Viele haben an ihrem Parker zu diesem, unserem Erkennungszeichen Schwerter zu Pflugscharen, so eine schwarz-rot-goldene Kordel getragen. War das einzige kleine, dünne Streifchen, wo die DDR nicht ihr Emblem mit Hammersichel-Ehrenkranz draufbringen konnte, weil es einfach zu schmal war. Es war an diesen Urkunden dran und viele hatten sich von der Urkunde so ein Stückchen abgetrennt. Die Polizei war ganz scharf drauf, das runterzureißen. Das war immer das Bekenntnis, nicht für diesen Staat, eher für den anderen. Das ist die Freiheit, das ist die Bundesrepublik. Im Übrigen gab es in der Subkultur der DDR, es gab ja diese Singeklubs und das Gegen bildeten sich so Folkloreclubs wie Folkländer oder Lied Ehrlich oder Liederjahn. Nee, Liederjahn war West. Wacholder nannten die sich. Und die hatten das Liedgut der 1848er, 49er Revolution. Es ist ja kein Zufall zum Beispiel, dass dieses Wir sind das Volk, das stammt ja aus Trotz alledem von Freiligrad. Das ist ja gesungen worden in Leipzig. Und man hat aus diesem Lied, ihr da oben, ihr seid die verrottete Kaste, aber wir sind das Volk. Wir werden euch zwingen zu Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit. Das kommt aus dieser Seite. Also das heißt, es gibt durchaus eine nationale Unterströmung. Wir haben im Neuen Forum beispielsweise, im Januar haben wir uns gegründet, da gab es eine herzhafte Diskussion, ob die Option zur deutschen Einheit in unser Programm kommt. Und jemand wie Jochen Gauck hat sich hingestellt, diesen Antrag formuliert und wir hatten eine satte Dreiviertelmehrheit. Ein Teil des Neuen Forums, Bärbel Bohley beispielsweise und Reinhard Schuld oder andere waren schockiert, die wollten das nicht so, das ging denen zu heftig, zu schnell. Aber der Druck, sich wieder zu vereinen, der kam, glaube ich, eher aus dem Osten als aus dem Westen. Im Westen sehr viel Ressentiment, also
kenne diese Aussagen, ich will nicht wieder vereinigt werden, ich liebe Deutschland so sehr und freue mich, dass es zwei gibt, oder liebe Ausländer, lasst uns mit den Deutschen nicht alleine, und vom Vierten Reich gewarnt und was nicht alles, also das fand ich schon, also mein Aha-Erlebnis war der Kölner Parteitag, wo Ralf Füchs nicht gewählt worden ist, das war im Sommer, als Christian Ströbele dann praktisch gewählt worden ist, da traten Leute auf wie Ulrich Briefs, nie wieder Deutschland und dieses Deutschland verrecke. Und dachte, Gott, wo bist du denn hier gelandet? Ja, oh je, oh je, oh je. Du wolltest noch eine Ergänzung? Eine kleine Ergänzung noch. Wir haben ja sozusagen auf mehreren Ebenen ganz neue Erfahrungen gemacht. Also diese Notgemeinschaft DDR-Opposition, die irgendwie auch gezwungen war, zusammenzuhalten, obwohl wir auch Differenzen hatten, aber wir wussten schon, dass das wichtig ist, die zerbröckelte ja auch. Nicht, also zum ersten Mal schon, als dieses Wahlbündnis vom Oktober 89 zerfiel, aber auch innerhalb des Bündnis 90 merkten wir erstmal, was ja eigentlich ein guter Prozess ist, wie verschieden wir sind, auch was wir verschiedene Optionen haben. Und das war ein, im Grunde ein normaler demokratischer Ausdifferenzierungsprozess, aber er hat erstmal auch total wehgetan, auch festzustellen, dass die DDR-Bevölkerung keineswegs hinter uns steht, jedenfalls nicht mehrheitlich, sondern diese Ideen, das, womit wir in den Wahlkampf gezogen sind, kein Anschluss unter dieser Nummer und all so eine Geschichten, da haben die Leute den Kopf geschüttelt. Ja? Ich erinnere mich noch an Wahlkampfveranstaltungen, wo dann irgendjemand hinten aufstand und sagte, Frau Büttler, das ist wirklich sympathisch, was Sie sagen, wissen Sie, aber wir haben gerade ein Experiment hinter uns, jetzt bitte nicht noch eins. Und die Bundesrepublik ist nicht alles Gold, was glänzt, aber wir wissen, es funktioniert und mehr wollen wir nicht. Und so, also die hatten überhaupt kein Verständnis für das, was wir ihnen erzählt haben. Und das war auch nicht nur schön. Michael Lührmann, Sie sind in Leipzig als Junge damals demonstrieren gegangen. Was sagen Sie als Historiker zu dem Aufriss, den wir jetzt gehört haben, diese, was ich schon interessant finde, eben diese Vernageltheit der Grünen Partei West und dass sich einrütteln müssen, damit umgehen müssen, der Oppositionellen aus der DDR, wo die Arme nicht groß auf waren, sondern Deutschland verrecke gesagt wurde. Also dann vielleicht so ein bisschen als, Entschuldigung, Zeitzeuge und Historiker gleichzeitig, also Zeitzeuge insofern, dass ich 9 Jahre war, als das in Leipzig losging. Und trotzdem hat man irgendwie, es ist trotzdem eine aufregende Zeit gewesen. Man hat viele, viele Dinge gehört und man hat vielleicht als Kind so kindlich naiv manche Dinge nachvollzogen, die quasi die breite DDR-Bevölkerung auch nachvollzogen hat. Am Anfang, das neue Forum hatte einen Wahnsinnsklang. Ich habe nicht verstanden, was das ist, aber ich fand, es klang gut, weil alle fanden es auch irgendwie ganz gut. Und relativ schnell wandelte sich das ein bisschen, die Forderung wandelte sich ein bisschen und irgendwann kam auch dann mal Helmut Kohl. Und Helmut Kohl, also ich habe als wo ich dann so knapp 10 war, bekam ich eine Kassette von meinen Eltern. Da war die Rede von Kohl in Dresden drauf und sein 10-Punkte-Programm. Also das neue Forum hatte keine Kassetten, Kohl schon, das hat mich beeindruckt. Kohl war relativ schnell der, dem man irgendwie zutraute, der würde das schon irgendwie hinkriegen. Und das mit den Grünen und dass die Deutschland irgendwie Mist fanden, das drang gar nicht durch. Was durchdrang, war Lafontaine natürlich. Lafontaine, der bremste in unserem Eindruck, als mein Bruder und ich dann durch das Fenster kletternd, weil meine Eltern bei einer Wahlparty waren, dann die Wahlergebnisse 1990 zur Volkskammerwahl sahen. Wir freuten uns vor allen Dingen, dass das irgendwie auch eine Absage an Lafontaine war, ohne so ganz genau zu verstehen, was da passiert ist. Als Historiker mit Blick vielleicht auf beide deutsche Staaten, man kann beide Seiten irgendwie ein Stück weit nachvollziehen, man kann sogar irgendwie auch erklären, woher dieses grüne Gegnerschaft zu Deutschland kommt. Man ist eben gegen diese Systeme ein ganzes Stück weit groß geworden, man wollte es überwinden. Im Osten genauso. Und die deutsche Einheit war eben so ein neuralgischer Punkt in allen Bereichen und in all diesen Generationen, denen ja zu eigen war, dass sie im Westen eigentlich im Prinzip die erste Generation West waren, die wirklich die Bundesrepublik als Bundesrepublik erlebt hat, wie eben auch die Ostdeutschen, die meisten ostdeutschen Oppositionellen eben sowas wie gelernte DDR-Bürger waren, jene, die eben in die 1949 die meiste Hoffnung gesteckt wurde seitens der DDR-Führung, die vielfach gegängelt wurden und dann eben ihre ganz eigenen Biografien hatten, wie sie dann eben in Gegnerschaft zu diesem Staat geraten sind. Für viele wird es
die 60er Jahre. Das kommt dann immer so ein bisschen darauf an, wann man geboren ist. Aber sowas wie das Kahlschlagplenum 65, dann der Prager Frühling als Beginn einer bleiernen Zeit, vor allen Dingen in Tschechien als bleierne Zeit, aber eben auch im Osten als bleierne Zeit erlebt, die dann erst auch eine ganze Weile brauchte, bis man die überwand. Und dann ist es eben dieses schöne Wort von Václav Havel, diesen Versuch in Wahrheit zu leben, der ein anstrengender Versuch ist, den wir uns als Nachgeborene schwer vorstellen können, weil wir in irgendeiner Art von zumindest demokratischer Wahrheit leben, die uns auch oftmals stört und ärgert. Aber in der Diktatur erstmal an diesen Punkt zu kommen, zu sagen, was man denkt, rauszugehen aus der Schutzkomfortzone, einfach mitzumachen, das war ein sehr weiter Weg. Und dieser weite Weg war im Prinzip im Oktober 89 dann ja ein recht erfolgreicher gewesen. Und dann überschlagen sich die Ereignisse und dann eben sofort umzuswitchen und zu sagen, okay, und jetzt gehen wir noch einen weiter. Bärbel Bohley sagte mal, sie konnte bis zur Mauer gucken, weiter eben nicht. Das stimmte natürlich nicht ganz, weil man natürlich den Kontakt in den Westen hatte und umgekehrt der Kontakt auch da war. Aber diese Vorstellbarkeit, dieses eben, dass die Realität die Fantasie überholte, das machte es für die Bürgerbewegung Ost schwierig, sofort dann gleich in dieses Einheitslied einzustimmen und manche Diagnose und manche Warnung, die dort formuliert worden ist, wenn man sie heute liest, die hatte schon einiges an Berechtigung. Und das war eben aber das, was dann zerrieben wurde in den Hoffnungen, die dann eben von Kohl geschürt wurden. Und auch das muss man zur Ehrlichkeit dazu sagen, die Idee der Konföderation, die Grünen eben hatten, die hatte eben auch Helmut Kohl. Helmut Kohl musste auch ein ganzes Stück weit zur deutschen Einheit hin getragen werden. Auch das ist irgendwie etwas, was ein bisschen in Vergessenheit gerät. Kohl hat erst in Dresden so richtig begriffen, dass die Einheit ihm die Kanzlerschaft retten wird. Und gleichzeitig, auch das darf man nicht vergessen, diese Warnung vor nie wieder Deutschland. Kohl hat zu dieser Zeit sehr wohl noch darüber gesprochen, dass auch die Grenze im Osten nicht zu Ende verhandelt ist. Es gab also durchaus immer noch Optionen und Überlegungen, ob man nicht auch über die Oder-Neiße-Grenze reden müsse. Also so ganz aus der Geschichte heraus, dass das alles völlig verrückt war, was man diskutiert hat. In der Konsequenz wahrscheinlich schon, auch in der Zurücksetzungserfahrung mit Sicherheit ganz beachtlich gewesen und verletzend gewesen. Aber dass es eben durchaus Stimmen gab, die nochmal die Ostgrenze verhandeln wollten, auch das darf man in dem Zusammenhang eben auch nicht vergessen. Und da ist eben manch warnende Stimme da gewesen, der man im Nachhinein manchmal recht geben muss. Das gilt allerdings nicht für alles, was in der Grünen Partei gesagt wurde. Und die sehr viel Blödsinn geredet haben, waren ja auch recht schnell bei der PDS verschwunden. Und insofern war es dann ja auch ein Reinigungsprozess, ein guter. Ja, aber das ist mein Stichwort. Es gibt ja dann Parteiaustritte en gros in verschiedene Richtungen, eben zur PDS, aus der Politik, eigene Parteien. Jutta Ditfurth hat, ich glaube, auch kein sehr langlebiges Unternehmen gegründet. Also es gab ja dann einen wahnsinnigen Aderlass. Hat das die Partei verändert und dann 93 die Vereinigung mit Bündnis 90? Also wie hat sich die Partei da auch gedreht und verändert? Ist es ein langsamer Prozess gewesen oder auch sehr heftig? Weil Marianne Birtler hat es jetzt schon zum zweiten Mal gesagt, sicher, es wurde geschrien, gestritten. War das wie eine Stoßgeburt oder langsam? Naja, also auf jeden Fall war der Lernprozess nach 1990 schneller als vor 1990, weil die Prägungen, also was jetzt so aussieht und was wir sozusagen fokussiert diskutieren, bezogen auf 1989, 1990, hatte schon lange weltanschauliche Prägung. Also wenn man die Diskussion der Bundestagsfraktion zum Beispiel aus dem Jahre 1983 sich vor Augen hält, als am 17. Juni oder um den 17. Juni herum darüber diskutiert wurde, weshalb wir nicht an der Feierstunde des Deutschen Bundestages teilnehmen und dann sich dazu die Pressemitteilung anschaut und so. Da entdeckt man schon eine Sprache, wo klar ist, also dass das 1989 nicht alles so einfach sein konnte. 1991 bei dem Parteitag in Neumünster und mit dem Austritt von einigen Persönlichkeiten bei den Grünen. Das ist ja das Schöne an der Demokratie, dass wir völlig frei sind, in Parteien einzutreten und auch wieder auszutreten. Und das hat die Grünen in gewisser Weise in eine neue Situation gebracht, natürlich. Die Diskussionen haben sich verändert und es war
nach 1990 auch klar, dass wir ohne einen Bündnispartner 1994 nicht wiedergewählt werden konnten. Denn diese Teilung von zwei Wahlgebieten, also entweder im Osten oder im Westen, 5% zu haben, das war ja eine Ausnahmeregelung für die Bundestagswahl 1990 und würde sich, das war klar, 1994 nicht wiederholen. Insofern hat das vieles beschleunigt, aber vieles hat auch länger gedauert als erhofft. Also ich kann mich erinnern, dass wir einen Perspektivenkongress hatten zum Thema Deutsch-Deutsch. Das war in Saarbrücken. Und ich rief Heide Rühle an, die ich sehr schätze. Aber damals war sie politische Geschäftsführerin und ich rief sie an und sagte, Heide, das Thema Deutsch-Deutsch in Saarbrücken, das passt irgendwie nicht so ganz. Meinst du nicht, wir sollten etwas näher an die deutsch-deutsche Grenze rücken? Und dann sagte sie, und das war, ich meine, als politische Geschäftsführerin im Bundesvorstand, ob das nun ihre persönliche Meinung war oder nicht, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall war das authentisch, als sie sagte, naja, aber wir wollen doch über die deutsche Zukunft diskutieren, und zwar bezogen auf uns Grüne und doch möglichst ohne so viele Emotionen. Wenn da jetzt so viele aus Ostdeutschland dabei sind, dann bekommt das eine ganz andere Färbung durch die Betroffenheit. Und wir waren ja nun, und das ist insofern erstaunlich, weil wir ja eigentlich genuin von der Gründung her die Partei der Betroffenen war. Ja. Aber also, selbst betroffen, nicht die anderen Betroffenen offensichtlich. Genau, jetzt hatten die anderen uns betroffen und das war weniger angenehm. Aber ich finde, Parteien sind ja keine Glaubensgemeinschaften, sondern es ist der Versuch, auf der Basis eines bestimmten Wertekanons sich zusammenzufinden und dann gemeinsam Politik zu machen. Und wenn dann der Wertekanon nicht mehr für alle reicht, dann müssen halt einige gehen und es ist gut, dass es so ausgegangen ist. Also das mit der Glaubensgemeinschaft, da glaube ich, könnte man auch drüber streiten, wie weit eine Partei eine Glaubensgemeinschaft ist oder nicht. Es sollte sie nicht sein, ja. Waren Sie dann, Herr Schulz, in Saarbrücken? Oder waren Sie als Betroffener jetzt nicht eingeladen? Oder Marianne Börtler? Ich weiß, wen ich mitgenommen habe. Das war Ludwig. Wann war das genau? Ich habe das, vielleicht weiß Robert Kambo oder Christoph Becker-Schaum, die wissen das vielleicht. Ich habe das genaue Datum nicht. Ich weiß nur, dass ich hingefahren bin, zusammen mit Ulrike Poppe und Ludwig Mehlhorn. Ja. Und wir kamen in diese Halle und beide guckten mich an. Das war für sie das erste grüne Treffen in einem größeren parteiähnlichen Zusammenhang. Und beide guckten mich an und sagten, Lukas, können wir gehen? Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Also die waren echt schockiert. Die waren beide schockiert über die Sprache, über die Nähe der Sprache zu der Sprache, die sie nicht mehr hören konnten. Das darüber wollte, ja, oder wolltest du dazu noch was ja, sagen? Ja, das vielleicht eine Sache noch. Also im Bündnis 90 war das ja keineswegs unumstritten, mit den Grünen zusammenzugehen. Also ich habe ja damals in Anfang der 90er in Brandenburg Politik gemacht und da ist das Bündnis 90 genau an dieser Frage zerbrochen. Und diejenigen, die da die praktisch die erste Linie so der Landespolitik hat sich gegen den Weg mit den Grünen entschieden, mit der Folge, dass dann 10 Jahre überhaupt keine grüne Politik in Brandenburg stattfand. Aber es war wirklich, also ich gehörte nun zu denen wie Werner und viele andere, die sich oder Henne, Weißhuhn, die sich dezidiert eingesetzt haben für ein Zusammengehen mit den Grünen. Aber wir hatten auch ein gehöriges Grummeln im Bauch. Wir kannten sie ja mittlerweile und hatten wirklich Grund zu der Annahme, gar nicht jetzt nur wegen dieser ideologischen Inhalte, aber es waren 10-mal so viel. Sie waren unglaublich selbstsicher. Sie hatten politische Erfahrung. Wir hatten auch einfach die Angst, unterzugehen und nicht mehr gehört zu werden in dieser Partei. Das war einfach, das kann man jetzt auch keinem Grünen vorwerfen, das war einfach auch eine Mengenfrage und eine Frage des Erfahrungsvorlaufs oder auch der Gewohnheit, mit den politischen Strukturen umzugehen. Also wir waren einfach in einer schlechten Startposition. Und diese Verhandlungen um den Assoziationsvertrag,
wir haben uns ja auf beiden Seiten sehr viel Mühe gegeben, es anders zu machen als die anderen Parteien, einen fairen Vertrag zu schließen, was sehr schwer war, was aber von den westdeutschen Grünen zum Teil auch als eine Chance der Erneuerung wahrgenommen wurde. Von einem Teil war das sozusagen im Grunde genommen nur ein unangenehmes Vorspiel, um das Ja vom Bündnis 90 zu bekommen. Und mit dem 15., 16. Mai 1993 war das dann alles für den Papierkorb zum Beispiel, der Katalog der politischen Grundwerte. Der ist danach nie wieder erwähnt worden, obwohl wir heftig um ihn gekämpft haben. Also das war... Da ist auch sehr viel Energie verloren gegangen, dauerhaft. Und viele sind da auch, haben sich dann auch von diesem gemeinsamen Weg verabschiedet. Und das ist ein großer Verlust gewesen, auch im Osten, was da an politischer Energie und Gestaltungswillen auch eben diesen gemeinsamen Weg nicht mitgegangen ist. Ja, die Liste der Verluste ist auch eine lange. Auf beiden Seiten, also die aus der Grünen Partei im Westen ausgetreten sind und im Osten von den bürgerbewegten Aktivisten und Aktivistinnen, da weiß ich einfach, da sind viele Namen auch nicht mehr aufgetaucht. Die sind dann stiller sozusagen, nicht per aplomb ausgetreten, sondern waren dann einfach nicht mehr da, haben sich für was anderes... Wenn ich da kurz einwenden darf, es wäre wirklich verkürzt, wenn man diese Entfremdung von einer Gruppe, von der Partei nur beziehen würde auf diese Phase. Ich war von 1984 bis 1987 einer der drei Parteivorsitzenden und die beiden anderen waren Jutta Ditfurth und Rainer Trampert. Und als Rainer Trampert 1987 aufhörte, nach fast 5 Jahren, seit Ende 82, gab er wenige Tage später ein Interview in der Taz, wo er sinngemäß sagte, ich habe nie verstanden, wie ich Sprecher dieser Partei werden konnte, weil ich eigentlich mit den Grünen nie was anfangen konnte. Und das war einer der wenigen ehrlichen Sätze, die ich von ihm gehört habe. Ja, ja. Noch Frage an Werner Schulz. Habt ihr eigentlich Strategien besprochen, auch als Oppositionelle? Wie gehen wir da rein? Wie verhandeln wir? Wo sind für uns die Punkte, wo es nicht dahinter geht? Wie lassen wir uns nicht über den Tisch ziehen? Welche Formen auch an Umgang lassen wir uns nicht gefallen? Also habt ihr euch da vorbereitet, gewappnet, damit ihr da nicht untergeht? Ja, sehr intensiv. Wir hatten eine Verhandlungsgruppe. Ich war praktisch der Verhandlungsführer dieser Gruppe, habe mit Ludger Vollmer diese Verhandlungen geführt. Wir hatten einen größeren Verhandlungskongress, also das waren etwa 80 Leute von Bündnis 90, die das dann alles reflektiert haben, also wie in einer Gewerkschaft das in etwa so abläuft, mit einer Tarifkommission oder sowas. Wir hatten klare Vorstellungen, wie das geht und ich mag das Wort zwar nicht mit alternativlos, aber für mich war klar, es ist alternativlos. Wir stehen vor der Situation, entweder Bündnis 90 und die Grünen gehen gemeinsam unter, weil getrennt werden wir das noch nicht mehr schaffen, oder wir finden zusammen und dann wird zumindest eine wichtige politische Kraft in Deutschland weiterleben. Wie das sich dann im Einzelnen gestaltet, das haben wir in der Hand. Wir hatten nur den Nachteil gegenüber den Westgrünen, die waren auf ihrer Seite bereits gehäutet. Also die hatten den linken Teil verloren, die dagegen waren. Also Jutta Ditfurth, Trampert, Ziran. Ja, es waren aber die übrig waren, wollten die Vereinigung. Das muss man klar sagen. Die wollten die Vereinigung. Die hatten nicht mehr das Problem, dass man sich nicht vereinigt, sondern nur ihre Bedingungen waren spezifisch. Das mag schon sein. Aber die hatten keinen Widerstand mehr. Währenddessen wir in unseren Reihen Leute hatten, die nicht die Vereinigung wollten. Also Konrad Weiß, Günter Noke, Matthias Platzek und so weiter waren nicht dafür, sondern haben im Grunde genommen versucht, dagegen zu halten. Und dann wurden wir permanent mit Auflagen bestückt, was wir da erreichen sollten. Die höchste Auflage, die Günter Noke mir dann gemacht hatte, war, dass unser Name vorn dran steht. Eine eigentlich symbolisch
blöde Sache, weil dafür kann man sich nicht allzu viel holen politisch. Mir wären inhaltliche Sachen viel wichtiger gewesen. Aber wir mussten dann inhaltliche Sachen aufgeben, weil die Grünen gesagt haben, unter keinen Umständen. Wer seid ihr denn, dass wir uns Bündnis 90 die Grünen nennen? Aber bei uns gab es eben gerade die Situation, wir sind da vereint worden mit der Bundesrepublik, alles ist hinten runtergefallen und es war gesagt, also, der Name sollte wenigstens bleiben, denn wenn das heißt, die Grünen, Bündnis 90, wird man doch immer nur sagen, die Grünen, Bündnis 90 spricht da keiner mehr mit, also Bündnis 90 vorne ran. Und dann haben wir eine Nacht lang verhandelt, um diesen Namen vorne ran zu kriegen und diese inhaltlichen Punkte, die vielleicht wirklich wichtiger gewesen wären, im Statut, im Programm und so weiter, die sind dann mehr oder weniger kaschiert worden, dann haben wir so einen Grundkonsens gemacht, da ist das alles eingelullt worden. Ja, es klingt den Namen nicht, als wäre es ganz toll gewesen. Nein, es war, wie nennt man das, Fingerhakeln war das, ja. Armdrücken. Ja? Mhm. Aber unser Arm war relativ schwach in der Hinsicht. Außer, dass wir wussten, wir bleiben am Tisch, wir wollen diese Vereinigung, ansonsten sind wir 94 weg. Und Ludger Vollmer musste das, er hatte von Joschka Fischer den Auftrag bekommen, also er soll das Bündnis herstellen und wieder Einzug in den Bundestag organisieren. Er, Fischer, hat sich zurückgezogen in Frankfurt und hat die anderen machen lassen. Hat Leute wie Gerald Häfner und so weiter das machen lassen, die sich dafür eingesetzt haben. Fischer hat sich das angeguckt, dass das vernünftig rauskommt und so etwas. Und es war natürlich ein linker Vorstand, den es zu dieser Zeit gab in der Partei. Das war nicht ganz einfach. Es waren die Sieger von Neumünster. Christine Weiske aus dem Osten noch dazu, die kam von den Ostgrünen, auch nicht so einfach. Die Ostgrünen waren mit uns nun nicht gerade grün. Also da auf den grünen Zweig zu kommen, war nicht ganz so einfach. Mhm. Aber es hat funktioniert. Leidlich. Spielt es eigentlich heute, jetzt mal eine ganz kurze Abschweifung, spielt das heute eigentlich überhaupt noch eine Rolle, Bernhard? Also ich habe gestaunt, wie dann der Name verteidigt worden ist immer wieder. Das ist offensichtlich so ein kleines Stückchen Identität. Selbst Leute wie Steffi Lemke, die ja von den Ostgrünen kommen, die sich immer mit uns eher gekampelt haben, das ist dann für sie dann doch etwas, wo sie sehr spät eine Identifikation gefunden haben. Es ist aber, ich meine, wenig, relativ wenig. Ich habe immer gesagt, wir haben uns aufgelöst wie so ein Stück Zucker im grünen Tee. Gut, der Flavor hat sich etwas verändert, etwas süßlicher geworden, das Ganze. Das finde ich jetzt erstmal ein momentanes gutes Schlusswort. Wir sind ja nur der Auftakt eines Kongresses sozusagen, die Warming-up-Phase, die wir auch nicht endlos ausdehnen wollen. Falls ganz kurze und ganz bedeutende Fragen noch zu stellen sind, die nicht sonst im Verlauf des Kongresses noch zu stellen sind, bitte ich das zu tun. Wolfgang. Warte. Michael kommt jetzt mit dem... Ich hätte schon beinahe gesagt, Handy mit dem Mikro. Wolfgang Templin, ich bin ja am zweiten Podium noch dran, aber der eine Punkt bringt mich doch zu einer ganz kurzen Intervention. Ich halte ihn für entscheidend. Ich stimme Lukas in sehr vielem zu. Ich kenne ihn lange, schätze ihn, aber ich habe die Herausforderung Ende 90, also die gesamtdeutsche Wahl, anders vor Augen. Meine Hoffnung und meine Einschätzung ist eben eine andere. Nicht nur, weil ich auf der Liste Gast bei den Westgrünen stand, sondern weil ich bis heute davon ausgehe, A, haben die Grünen knapp verloren, mit all dem, was sie dazu beigetragen haben. Ich teile die Analyse voll, aber sie haben nicht mit 4-0, sondern knapp unter 5 verloren. Es hätte auch anders kommen können. B, war dieses Getrenntzählen eine Option, die sich durchsetzte. Zusammengezählt wären wir knapp über 5 gekommen. Meine Einschätzung ist, wir hätten einen Kampf vor uns gehabt, einen harten, öffentlichen, politischen, in dem wir aber nicht zwingend die Unterlegenen gewesen wären. Wir hätten die Grünen in ganz anderer Weise herausgefordert in ihrer Situation, wie sie beschrieben wurde. Und wir hätten auf der Öffentlichkeit die Probe gehabt, reifen wir, sind die Persönlichkeiten, die Personen, die Bündnis 90 aufbrachte, in der Lage, Paroli zu bieten, oder gehen wir sang- und klanglos unter. Das ist für mich offen. Der politische Vereinigungsprozess und auch der Beitrag für die politische und parlamentarische Kultur in Deutschland ist für mich nicht so ohne weiteres als Gott sei Dank kam es anders abzutun. Ich sehe die andere Realmöglichkeit und sogar die Chance darin. Danke. Vielen Dank. Alle, man greift zum Mikrofon, nur noch die beiden hier auf dem Podium. Also ich würde doch wieder...
wird doch widersprechen, weil wenn man sich mal vorstellt, was das für eine Bundestagsfraktion gewesen wäre und wie dort sozusagen das Kräfteverhältnis ausgesehen hätte, dann glaube ich, dass das Rennen mindestens unentschieden gewesen wäre. Ich glaube, dass das, was nachher die Bundestagsgruppe geleistet hat, und letzten Endes sind es ja die Bundestagsfraktionen, die dann auch das öffentliche Gesicht einer politischen Kraft sehr, sehr prägen. Ich glaube, dass das, was die Bundestagsgruppe geleistet hat, außenpolitisch und in jeder anderen Hinsicht, bei weitem nicht solche Chance gehabt hätte in einer Fraktion, in der sie eine kleine Minderheit gewesen wären. Also, das kann man erstmal natürlich ganz unterschiedlich sehen. Für mich war es einfach so, dass ich habe mich damals bewusst entschieden, dann nach einigem Zögern als Geschäftsführer in die Bundestagsgruppe zu gehen, weil mein Eindruck war, dass es sehr schwer wird, auch unter den Bedingungen überhaupt zu einem Bündnis mit den Grünen zu kommen. Und zwar, weil einfach auf der menschlichen Ebene die Vertrauensbasis fehlt. Das war der Hauptpunkt. Und das hatte politische Implikationen und es hatte auch politische Ursachen. Es gibt aber eine Legende, Wolfgang, und das ist die, dass die Grünen mit 4,9 verloren haben. Die Grünen hatten 3,8. Das Wahlergebnis wird seit 1990 so interpretiert, eigentlich haben wir es doch fast geschafft. Und ich habe mir vor einiger Zeit die Zahlen nochmal angeguckt. Die Grünen im Westen hatten 3,8%. Wie kommt denn diese 4,9? Ja. Achso. Also, Michael verlängert noch ganz, aber bitte kurz, alle. Eine noch, kurze Korrektur noch, ja. Und eine Ergänzung. Ralf Füchs und auch Lukas haben ja zum Glück darauf hingewiesen, dass das die Deutschlanddebatte auch gleichzeitig eine Europadebatte war und dass es die Grünen, wo Lukas und ich die mitgegründet haben, 1979 von Anfang an ein eigentlich sehr offenes, sehr weitsichtiges europapolitisches Konzept hatten, wo auch die blockunabhängige Friedensbewegung in Ost- und Westeuropa eine Rolle gespielt hat. 10 Jahre nach dem Gründungsparteitag der Grünen, am 13. Januar 1990, fand in Bonn, was ja damals noch die Bundeshauptstadt war, im Tulpenfeld eine Pressekonferenz statt von mir als damaliger Europaabgeordneter, von Roland Vogt und Eckhard Stratmann. Ich weiß nicht mehr, ob die dann noch MdBs waren oder ehemalige MdBs. Eckhard, ja. Also sagen wir mal, 2 Mandatsträger der Grünen. Ich denke, es ist nicht zufällig, dass wir beides Protestanten waren und auch zu einer gewissen Zivilcourage in der Partei neigten. Wir haben eine Pressekonferenz zum Thema deutsche Einheit gemacht. Daher rührte dann das, was in der Taz stand, dass der Taz-Redakteur Ralf Füchs zitierte, der uns als Kyffhäuser beschimpfte. Und es hat eine Debatte stattgefunden. Ich weiß, wundere mich, dass du dich nicht erinnerst, Lukas. Es hat eine 10-Jahres-Feier in Bonn zu 10 Jahre Grüne gegeben am 13. Januar. Da haben ich als Europaabgeordnete, ich meine, das wird hier so unterschlagen, ich war nie in einer Sekte, ich war zu der Zeit Europaabgeordnete und ich war der Zeit, um die es geht, im Bundesvorstand der Grünen. Ich habe in der Rolle Europa- und Deutschlandpolitik gemacht und war damit exponiert. Ich habe also die Position nicht als Vertreterin einer Sekte vertreten, hatte es aber seit Anfang der Grünen mit sehr vielen Sektenvertretern aus den K-Gruppen zu tun, die in den Grünen eben hohe Funktionen jahrelang eingenommen haben. Und eine Fragestellung wäre auch spannend, ob eigentlich die Wähler der Grünen seit 79 und auch viele Mitglieder der Grünen seit 79 eigentlich dieselbe Position hatten oder ob sie mit anderen Gedanken und weitsichtigeren, die euch auch näher waren, gar nicht durchkamen, weil eben der Funktionärsapparat ein bestimmter war und von bestimmten linken und linkssektiererischen Weltanschauungen bestimmt. Das andere, ich finde es wichtig, dass ihr das wenigstens jetzt wisst, weil sich ja erst heute viele mehr mit dem Europaparlament beschäftigen und damals noch recht wenig. Natürlich war die Debatte im Europaparlament zum Einheitsvertrag irre wichtig. Die Einheit wurde doch nicht allein in der Volkskammer, im Bundestag oder von Kohl bestimmt. Frau Thatcher hat noch eine wichtige Rolle gespielt neben Gorbatschow und Bush. Aber das Europaparlament auch. Und im Europaparlament haben nur ein französischer Kollege von mir und ich für den Beitritt der ehemaligen DDR zur EU gestimmt. Claudia Roth und alle anderen haben heftig dagegen gestimmt. Punkt. Danke. Da hier, es kommt mich noch, da gibt es eine Wortmeldung, aber hier vorher noch auf dem Podium Michael Lührmann.
Ja, ich wollte noch mal ein was zu diesen zu Trampert und Rehns und all diesen Leuten. Das ist manchmal, es gibt bei den Umwelthistorikern spricht man generell davon, dass die Grünen die geschichtsloseste Partei sind, obwohl sie eigentlich eine relativ lange Geschichte haben. Auch die Idee der Ökologie ist ja nicht eine der 70er Jahre, sondern wesentlich älter. Aber da hatte man immer Angst, dass man irgendwo im braunen Sumpf landet, wenn man dazu sehr forscht. Aber das ist bei weitem nicht so. Aber ich glaube, die Perspektive, um das vielleicht so ein bisschen aufzulösen, dass man vielleicht eine gemeinsame grüne Partei, wenn sie es denn geschafft hätte, ich glaube, da hätte sich trotzdem auch eine ganze Menge zurechtgerüttelt, weil eben über die deutsche Frage dann doch Sortierungsprozesse in den Grünen ausgelöst wurden, die eben 1979 begannen und 1989 unweigerlich änderten. Und man hatte eben 1979 die ganzen bürgerlichen Vertreter, die konservativen Ökologen, und Krul und wie sie nicht alle hießen, auch mal aus der Partei rausgeputscht. Man ist in die Partei reingegangen und hat versucht, entristisch die Partei zu verändern. Das Einzige, was die Grünen manch Grüner da nicht gemerkt hat, dass die Idee vielleicht auch ein bisschen stärker war als ihre Taktik, die sie da reinbrachten. Und sie gingen dann eben 89 auch ein Stück weit in Anerkennung dessen, dass man eben diesen Kampf dort in dieser Partei wohl nicht hat gewinnen können. Und das ist, glaube ich, relativ wichtig, dass dann eben erklärt vielleicht auch manchmal ein bisschen so dieses Unbehagen der westdeutschen Grünen oder der westdeutschen K-Gruppen-Grünen, wenn man die dann mal nimmt, auch wiederum mit dem ostdeutschen Bürgerrechtler, der dann doch irgendwie ein bisschen bürgerlich war und im Prinzip so ein bisschen auch diese bürgerliche Ökologie möglicherweise vertrat. Man fühlte sich vielleicht schon wieder an Krul erinnert oder irgend sowas. Also da gab es durchaus Sortierprozesse, die einfach die Geschichte dann erledigt hat und die Partei, glaube ich, auch so oder so, egal ob sie jetzt zusammen oder getrennt da drin waren, ein Stück weit erledigt hatte. Und das andere ist, und ich glaube, das war dann eher der entscheidendere Faktor, Fischer hat sich bewusst zurückgehalten und es ging 94 eben und das war dann eben das zweite Mal vielleicht so ein bisschen die entscheidende Wendung, dass es für Fischer im Prinzip um 98 um den Machterwerb ging und dass dann eben sowas wie Bündnis 90 manchmal möglicherweise auch unbequem war, die ja durchaus 4 Jahre eine gute Arbeit geleistet haben, aber dann eben manchmal vielleicht auch im Weg waren, wenn man denn an die Macht kommen wollte. Jetzt gab es da hinten diese noch eine Wortmeldung und Lukas Beckmann und Marianne Pörtl haben ja vorhin auf dem Podium das Gefühl der Überheblichkeit im Westen angesprochen. Und da fällt mir ein Satz ein, den ich nicht vergessen habe. Das war eine Rundfunkreportage oder ein Bericht über einen Kongress, einen Frauenkongress, ich weiß nicht, ob er in Berlin war. Und da wurde eine der Veranstalterinnen, glaube ich, gefragt, wie das gewesen sei, mit den Frauen aus dem Osten zu sprechen. Und da war der Satz, und der ging mir runter, ich weiß nicht wie, mit denen kann man nicht reden, die haben die falschen Bücher gelesen. Und ich dachte irgendwo, wo bin ich? Also wenn ich sowas übermannte Menschen sage, weil die ein anderes Leben haben, dass sie andere Bücher gelesen haben. Und was ihr vorhin zitiert habt, diesen Satz, wenn ich es richtig verstanden habe, Deutschland verrecke, ist natürlich besonders makaber, wenn man daran denkt, dass das Original, zumindest in meinem Kopf, heißt Juda verrecke. Das ist natürlich besonders makaber, so einen Satz so loszulassen. Gut, vielen Dank. Ich hoffe, wir haben Ihnen einen guten Auftakt geliefert, dass Sie jetzt 1,5 Tage das noch viel weiter, viel breiter, viel tiefer. Aber wir haben, hoffe ich, eine gute Vorlage gemacht.